Was ist denn? Jetzt, dass, wenn du was auf deine Hose tropfst, dann bist du langsam durchsickern? Ja. Ich will wissen, wo das Ding ist, was ich bekommen habe. Bestimmt Inventar vorgewiesen. Den Umschlag geöffnet, aber Edelsteine drin. Auch das noch? Zähle ich nicht. Der Inventarkiller schlecht. Schläfst du beim Singen ein? Oh shit. Ist so Spaß, auch noch die Augen zu machen? Ist der extra witzig ist? Das war wirklich witzig. Jetzt sind meine Stiefel kaputt gegangen. Ja, das war witzig. Koja? Das war witzig. Ja. Volle Zippe. It's Großmeister Wompi. Wopsche, wopsche. Das letzte ist es dann mal, ne? Ja, ich glaube schon. Mein Schatz. Ne. Ich hasse Mage Sam. Du hast Mage an. Weil die nicht so super easy pullen waren. Ja, das stimmt. Die trotzdem gestorben, ne? Ja, wir warten auf die Patrouille, Junge. Skeleton. Jetzt bin ich in einem Hügel, bin ich eigentlich safe. Benutzen, um ihn zu töten.
glaube nicht. Questing. Ich stand die ganze Zeit, lest weiter, wenn ihr euch traut. Dann dachte ich, also, wie soll ich das denn machen, wenn ihr angegriffen werdet? Dann habe ich realisiert, ja, das ist das, was ich mich trauen muss. Zu lesen, ohne euch zu helfen. Ich bin trotzdem nochmal umentschieden. Der letzte Boss. Mhm, der Weg ist versperrt, Nord. Der Weg. Ah, was passiert hier? Ist das der Mage gewesen? Die kämpfen mit Mauer. Sollten wir noch ein bisschen warten. Er ist sofort wieder auferstanden. Schiss. Oh nein, Mama. Er knallt da wirklich ein paar weg. Holy shit, holy shit. Zack, stehen wir auf. Ja, weil er den nur umgeworfen hat, aber wegstrahlen tut er manchmal auch richtig weh. Ich glaube, das sind so non-elite Dinger. Auf den zum Beispiel. Tot. Aber wenn ich so viel Macht hätte, dann würde ich trotzdem nicht anders spielen. Ich würde immer noch Tumor. Mama, Mama. Oh, 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 oh. Wir wollen dir helfen. Das glaubt er dir nicht. And you failed. Schön rein. You guys. Müssen wir hier irgendwas beachten? Ich weiß nicht noch. Wow, wow, wow. Oh shit. Lass mal ins Gasthaus fliegen. Ja, ich muss ja nur. Aus der Tinte. Aus der Tinte? Aus der Tinte muss ich ja. Oh Gott. Das Skorpion hat wieder zugeschlagen. Ich glaube, irgendein Tier war in meinem Almdudel. Ich hoffe, wenn mal solche Tiere, die ich runterschlucke, nicht wieder versuchen, ihren Weg auszubauen.
voll chillig, so ein Gasthaus. Wenn ich in so einer Scheiße leben will, ich wäre immer im Gasthaus. Auf jeden Fall. Allerdings würde ich da trotzdem auch mal rausgehen, weil dann kommst du wieder ins Gasthaus zu deinen Freunden, die vorher auch ein geiles Abenteuer erlebt haben. Können sie mal so angehen, was Geiles gemacht ist. Hast du kein Alkohol, Keller? Ich will das schon, wie man lebt. Die Zeit. Für eine Atmosphäre das sein muss. Übelst gefährlich draußen, dann bist du hier so in der Wärme. Du bist eigentlich nicht mal in Sicherheit, weißt du? Wie fühlt sich halt wie tief es hier ist. Schade. Cooler Kamine. Oh, hier unten sind die Betten, wie geil. Das ist tatsächlich der sicherste Ort hier. Bald schon hingelegt, nice. Ich krieg halt irgendwie sowas Violettes an sich. Was hat denn was Violettes? Mein Krieger. Krieger. So. Jam. Würde ich sagen. Was gibt's? Mein Mund brennt so hart. Hast du wieder Wasabi gegessen? Oder nein. Indische Chips? Sweet Chili Thai Chips, weißt du? Und ich habe nur Wasser, um mich der Illusion hinzugeben, dass es vielleicht hilft, um dann von einem Flächenbrand heimgesucht zu werden. Ich will aufstehen. Ah, ich bin erster raus. Guck mal, Alkohol. Mhm. Och, nein. Windows, möchten Sie das Farbschema zur Verbesserung der Leistung ändern? Mach das lieber, Kurve. Diese Meldung nicht mehr anzeigen, so. So, da ist schon WoW. So. Kurve, da bist du ja wieder. Da bin ich wieder. Ein Problem gefixt. Es geht weiter. Wir müssen mal zum Schmied. Oder ich bin es. Die Skasse ist voll geil. Ich muss auch, du Egoist. Voll cool, da haben die hier so einen Bock zum Werfen. Zielscheibe. Einige sind auch daneben gegangen. Ich war schon wieder so gechillt, weißt du, komme ich raus und sehe die Kacke am Dampfen. Ich würde es nur Säure sehen. Das ist völlig natürlich. Ist hier draußen irgendwo ein Schmied? Greifenpfleger. Was könnt ihr mit den verkaufen, Wertammer? Wertammer. Der könnt ihr alle Handzeugs anbringen. Was hältst du davon, uns nebenbei in den Battleground anzutun? Das mach ich. Sag mal, wo der Schmied ist. Ich hab ja einen. Zufälliges Schlachtfeld? Ich denke doch. Das ist eine coole Rüstung. Das ist die alte Paladin-Rüstung. T-Set. Ziemlich episch. Ich komme. Sonst klappt's nicht, oder wie? Entschuldigung, das war unpassend. Oh Mann, Reparatur kostet 8 Gold. Ja, ebenso. Warum kann er dann nicht wenigstens bis zu 7 Gold aus der Gildenbank nehmen und den Rest halt nicht reparieren? Warum muss das so kacke?